Mit K.O.-Tropfen habe ich in Berlin, unter anderem in Berlin, auch in einer anderen Stadt, zweimal in meinem Leben leider schon Erfahrungen machen müssen. Die Erfahrung mit K.O.-Tropfen ist echt eine sehr, sehr negative, die man auch in unserer Gesellschaft aktuell einfach nicht unterschätzen sollte. In der einen Situation, als ich in Mannheim war, wurde ich auf der Toilette gefunden, nach Ende der Veranstaltung. Leider. Man fühlt sich so genutzt, benutzt. Also es ist wirklich körperlich sowie psychisch eine Problematik, die einen da extrem beschäftigt im Nachklang. Und das auch nicht nur ein paar Tage danach. So Zeitgefühl habe ich gar nicht so richtig. Ne? Ich könnte sagen, ich lag da vielleicht 2 Stunden insgesamt, vielleicht war es auch nur eine. Mein Freund hat mich da gar nicht wegbewegen können, weil ich schlapp war wie so eine Puppe. Die Gefahr ist schon in Städten, in großen Städten wie Berlin, Köln, München viel, viel größer, würde ich behaupten. Ich würde sagen, nicht nur im Clubleben, ich würde auch in normalen Bars oder auch auf dem Weihnachtsmarkt oder überall würde ich generell heutzutage aufpassen auf die Drinks. Es gibt so viele Verrückte. Also man sollte halt nur nicht davon ausgehen, mir kann es nicht passieren. Das ist das Wichtigste. Also jeder sollte bewusst sein, dass es einem passieren kann. Aber man sollte nicht mit Angst durch die Gegend gehen deswegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag denke, oh Kacke, kann sein, dass mir irgendwer K.O.-Tropfen jetzt ins Getränk mischt. Aber man hat halt einfach so das im Hinterkopf, dass man ja das Getränk nicht aus den Augen lässt und dass man halt ja, von fremden Leuten kein Getränk so, sag ich mal, annimmt, wenn man das nicht selbst sieht, wie es so zubereitet wurde. Um ehrlich zu sein, ich denke sehr wenig daran, dass mir was passieren kann. Ich vertraue eigentlich den Leuten ziemlich schnell. Aber ich glaube, weil ich auch immer unter Freunden bin. Ich habe sogar letztens eine Reportage darüber gesehen, wo man die Leute darüber aufgeklärt hat, dass es ja schlimm sei, dass es so etwas käuflich zu erwerben gibt, aber die Leute dann im TV darauf hinweisen, wo es auch noch das gibt. Das ist für mich einfach dämlich. Und da sollte man eigentlich einen Riegel dahinter setzen, zu sagen, okay, sowas darf nicht erklärt werden. Also ein Nagellack als Indikator. Ich glaube, man sollte dieser Sache anders irgendwie angehen. Also ich glaube, die Männer sollten mehr Verantwortung tragen und nicht wir. Weil wir am Ende die Opfer sind. Das sollte auch ein Thema in der Bildung sein und nicht ein Thema der Verantwortung der Frauen. Natürlich muss jeder auf sich auch selber irgendwie aufpassen dürfen. Und wer was Schlechtes will, der will was Schlechtes. Und da hilft auch keine Aufklärung. Im Gegenteil, vielleicht ist er dann sogar noch pfiffiger und lässt sich noch was Besseres einfallen, wie er die Frau K.O. kriegt. Jeder ist für sich selbst zuständig. Jede Frau, jeder Mann. Und der das machen will, der wird sich nicht um das Thema kümmern, dass er es nicht machen sollte. Weil wer das vorhat, wird es immer versuchen. Umso mehr Leute präventiv dagegen wirken, umso weniger Chance gibt es für die Leute, die es vorhaben, das zu tun.